Ich teile die Weltuntergangsstimmung gar nicht aus zwei Gründen. Erstens ist Print noch weit von einem Weltuntergang entfernt, falls er jemals kommen sollte, ist noch weit entfernt. Die Printbranche in Deutschland macht immer noch über 12 Milliarden Euro Umsatz. Deswegen gibt es keinen Grund, sich über Print jetzt schon voreilige Sorgen zu machen. Und ich persönlich bin auch überzeugt, dass Print noch viele, viele Jahre bleiben wird. Wir werden das in unserem Berufsleben nicht mehr erleben, dass Print keine Rolle mehr spielt oder irrelevant werden würde oder gar verschwinden würde. Und zweiter Grund, online. Online ist für Journalisten und Journalistinnen wahnsinnig spannend. Es ist ein unglaublich faszinierendes Medium, aber es setzt eine ganz andere Art und Weise des Arbeitens voraus. Beispiel: In einer normalen Redaktion ist die Redaktion das Korrektiv. Jemand schreibt etwas und dann geht es an den Ressortleiter, an den Chefredakteur, an den Balken, es wird redigiert, es gibt Schlussredakteure und dann wird es so gut wie möglich, wie es eben möglich ist, veröffentlicht. Wenn ein Fehler drin sein sollte, kann der erst in der nächsten Ausgabe, wenn überhaupt, redigiert werden oder korrigiert werden. Online ist nicht unbedingt nur die Redaktion das Korrektiv, aber vor allem das Publikum ist das Korrektiv. Man schreibt etwas und falls ein Fehler drin ist, kommt die Reaktion postwendend direkt in den Kommentaren unten drunter. Und es hat sich herausgestellt oder eingebürgert, dass man dann als Schreibender auch sehr, sehr schnell das korrigiert und übrigens auch deutlich macht, dass man das korrigiert hat. Und dieses Arbeiten mit dem Publikum, nicht nur als Rezipient, sondern als Korrektor teilweise, als Impulsgeber, als Anregungsgeber, als Reflektor, ist journalistisch ungeheuer spannend. Ja, ich bin für freies und offenes Netz, jeder soll Zugang haben, aber nein, ich bin dagegen, dass dort alles kostenlos sein muss, weil nur dadurch Freiheit entstünde. Das ist ja auf dem Buchmarkt auch nicht so. Der Buchmarkt ist auch frei, jeder kann Bücher schreiben und trotzdem kosten Bücher Geld. Dennoch, obwohl ich denke, dass das Internet unbedingt frei sein sollte, heißt es nicht, dass es regellos sein soll. Freiheit ist nicht die Abwesenheit von Regeln. Das kann man in jeder Kreuzung beobachten. In dem Augenblick, wo die Ampel ausfällt, kommt kein Auto mehr in vernünftiger Zeit über die Ampel rüber, weil es keinen Regulationsmechanismus mehr gibt. Das heißt, die liberale Position, die freiheitliche Position muss sein, es muss so viele Regeln geben wie nötig und so wenig wie möglich. Und gerade Journalistinnen und Journalisten sollten sich an dieser Diskussion beteiligen, weil sie die Betroffenen sind. Wenn es nämlich auf Dauer so ist, dass Piraterie ein Massenzustand ist, dann wird es immer diejenigen treffen, die kreativ davon leben, solche Güter zu erzeugen. Und am allerersten trifft es immer diejenigen, deren Werke sehr leicht zu digitalisieren sind und wenn sie digitalisiert sind, sehr wenig Bandbreite verbrauchen, sprich Text. Der Schutz des Informantengeheimnisses und des Zeugnisverweigerungsrechts sind extrem hohe Güter. Und gerade bei vielen der jetzt handelnden Personen in der Politik ist Obacht geboten. Und wir als Journalisten müssen darauf hinwirken, dass der Quellen- und Zeugenschutz massiv verteidigt wird und der ist immer in Gefahr. Und es ist ganz, ganz wichtig, da aufmerksam zu sein. Dies gesagt habend ist aber hinzuzufügen, dass wenn das geregelt ist, dann gilt es auch, andere Güter noch in den Blick zu nehmen, zum Beispiel öffentliche Gefahrenabwehr. Der Gedanke des Quellengeheimnisses ist ja nur einer der gesellschaftlichen Aspekte, die es zu begutachten gilt. Abwehr von Terrorismus, Zwickau, ist ein anderes Beispiel. Deswegen dürfen wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und es sind Lösungen denkbar. Das hat sich ja auch in der materiellen Welt herausgestellt, die auf der einen Seite den Quellenschutz ermöglichen und auf der anderen Seite Gefahrenabwehr ermöglichen. Politik reagiert, das ist auch ihre Aufgabe, auf Einflüsse, die aus der Gesellschaft an sie herangetragen werden. Es ist nicht Aufgabe der Politik, da tätig zu werden, wo sich niemand meldet. Und da glaube ich schon, dass sich die Kreativen überall auf der Welt, aber das gilt auch in Deutschland, ein Stück weit den Spiegel vorhalten müssen und sagen, wie genau artikulieren wir eigentlich unsere Interessen. Natürlich gibt es starke Gewerkschaften mit DJV und Verdi und natürlich interessieren die sich auch für Themen des Internets und der Weiterentwicklung. Aber der größte Teil, nach meinem Eindruck, der Autorenschaft ist doch eher desinteressiert an diesem Thema. Der größte Teil macht sich die wirtschaftlichen Folgen fürs eigene Portemonnaie der Digitalisierung nicht klar, macht sich auch die Folgen von Piraterie nicht klar, sondern setzt selber auf ein sehr traditionelles Wirtschaftsmodell oder Geschäftsmodell, nämlich ich arbeite für einen Verlag und der Verlag bezahlt mir mein Geld. Aber was passiert, wenn in dem System online plötzlich viel weniger Geld ist als
früher. Wie gesagt, Print hat in Deutschland ein Marktvolumen etwa von 12 Milliarden Euro, aber alle Webseiten deutscher Verlage gemeinsam machen im Umsatz netto netto ungefähr 300 Millionen Euro. Also da gibt es doch viel Anlass, seine Stimme zu erheben, sich zu organisieren. Ich persönlich bin auch der Meinung, bei allem Respekt für Freischreiber und Freelance, aber die argumentieren am Thema vorbei, weil sie sehr, sehr stark Adressen in Richtung der Verlage richten. Das ist auch in Ordnung. Verlage sind ja auch wichtig, aber viel wichtiger wäre es, dass Autoren und Verlage sich bei den Themen, die sie gemeinsam betreffen, zusammentun und die Stimme gemeinsam erheben. Und was eint uns das? Uns eint das Interesse, wir möchten bitte nicht bestohlen werden, uns eint das Interesse, dass da, wo mit unserer Leistung, unserer gemeinsamen Leistung, gewaltige Firmenwerte entstehen, wir bitte beteiligt werden müssen. Firmenwerte bei Twitter und Facebook haben sehr viel damit zu tun, dass die Leser immer wieder dorthin kommen, die User immer wieder dahin. Warum kommen sie dahin? Man muss sich mal anschauen, wie viel Prozent des Inhalts, der gepostet wird bei Twitter und bei Facebook, professioneller Inhalt ist. Wie viele Links bei Twitter verlinken auf das, was Journalistinnen und Journalisten produziert haben. Wie viele Stories, Bilder, Videos, Audios, die gepostet werden bei Facebook, kommen aus professioneller Hand. Wir tragen alle gemeinsam einen gewaltigen Anteil zur Userbindung bei den sozialen Netzwerken bei. Und was bekommen wir davon? 0 Euro. Ja, ich möchte es und ich glaube es. Sehr gut, danke.